Hi ho und herzlich willkommen zurück zu Terranigma mit Chibi Let's Play in Berugas Laborturm. Und ich hatte die linke Kamera genutzt, um immerhin auf Level 32 zu kommen. Nun wage ich mich weiter vor alle Etagen hinauf, beziehungsweise ja, soweit ich überhaupt komme in diesem fremden Turm. Und ich sehe gerade, hier ist sogar noch ein Kristall, das ist doch wunderschön. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Der wird bestimmt noch seinen Sinn erfüllen, hoffe ich mal. Und dann geht es hier eine Wendeltreppe hoch. Okay. Mhm, da sehen wir schon einen etwas dickeren Roboter. Der geht allerdings auch sehr schnell kaputt. Wunderbar. Also zumindest für mich. Gehen wir mal weiter. So, der hat jetzt auch nichts mehr zu lachen. Verdient auch noch. Also da verdienen wir auch noch ein bisschen Gold dabei. Sehr schön. Ich sehe davor noch mehr Altmetall rumfliegen. Sehr schön. Da geht's runter. Ich gucke hier oben nochmal. So, hier auch noch ein bisschen. Na komm, du musst auch recycelt werden. Los, hau ab. Mach bumm. Ja, fein. Da sehe ich ein kleines Treppchen. So, bums, voila. Ohne Geld, na gut. Gut, da können wir nicht weiter. Was haben wir hier? Eigentlich nix. Gut, okay. Es wirkt noch sehr linear. Dann gehen wir mal hier runter. Bäh. Okay. Alles klar. Der hat auch nicht ganz so viel ausgehalten. Okay. Nun gut. Dann gehen wir mal hier lang. Und dann da lang. Da sehe ich wieder wen. Ei! Okay. Ich kann also hier weiter. Können wir darüber? Nein. Was? Kann ich da irgendwie runter? Nee. Das ist mir so eine halbe Etage quasi. Oder soll vielleicht nur so den Eindruck erwecken. Jetzt aber. eine Menge Gold. Sehr schön. Ich sehe Schalter. Ach, du schon wieder. Hi. Sehen wir uns auch mal wieder. Ich hätte nie gedacht, dass ich dir helfen könnte. Tritt zurück. Ich blase mit meinem Ballermann ein Loch in die Wand. Halt dir da die Ohren zu. Das ist ein Ballermann? Okay. Yay. Geh nun. Okay, danke. Okay. So. Keiner wird hier ausgelassen. Jawohl. Und dann gehen wir nun diese Treppe hoch. Immer weiter hinauf. Links, rechts, geradeaus. Nimm mal den Weg. Ist zwar jetzt nur eine Sackgasse, aber hey, immerhin ein paar Erfahrungspünktchen. Das wiederholen wir hier auch. Der hat mich dummerweise nur erwischt. Ja, das ist keine Röhre zum Durchrutschen. Ne, okay. Hold? Nein. Ah, das ist oh, Merlin. Wir müssen alle Schalter gleichzeitig betätigen. Hag, beeil dich und geh in deinen Raum. Ah, okay. Das heißt, ich muss jetzt nach rechts. Ich gucke hier aber nochmal. Okay, vielleicht muss ich auch den Raum da aufsuchen. Ey, jetzt geh mal kaputt. Schrottmühle. Es gibt in vier Räumen Schalter. Majo, Merlin und ich sind in drei Räumen. Ark, geh du in den vierten Raum. Jo, mach ich. Klingt nach einem guten Plan. Aua, geh weg. Gut. Aua. Jetzt werd mal nicht übermütig hier. Blöde Blechkiste, du. Ey. So. Kleine Entschädigung.
Okay. So, hier geht's nicht mehr weiter. Alles klar. Dann haben wir das jedenfalls abgeklappert. Und abgesegnet. Das wird wohl mein Raum sein. Ich suche nochmal Joe auf. Der wird mir wahrscheinlich dasselbe sagen, aber trotz alledem schaue ich mir das lieber nochmal an. Er hat immer eine Kiste bei sich. Mit einem Vitalelixier. Siehst du, das will man sonst nämlich, ne? Hätte ich sonst nicht aufschnappen können. So. KP steigt um 5. Yay! Ich sehe es. Beruga versucht mit einem Luftschiff zu fliehen. Die Tore des Schiffs sind bereits verschlossen. Wir müssen eine der Luken öffnen. Er darf nicht entkommen. Okay. Wie du sagst, wie du sagst. Dann, Ja, nicht alle Treffer sind automatisch ein Volltreffer. Aber ist ja auch nicht schlimm. Das muss nun der Schalter für die Fenster sein. Ark, hörst du mich? Wenn ich rufe, müssen wir alle die Schalter gleichzeitig betreten. Bereit! Jetzt. Zählt das jetzt als betätigt? Ich habe zwar ein Geräusch gehört, aber ich suche ihn mal auf. So, ich habe den Schalter betätigt. Ist jetzt alles gut? Beeilung! Komm schon! Habe ich vielleicht falsch getimed? Kann natürlich auch sein. Ark, mach hin! Oder Beruga wird uns entkommen! Okay, ich habe es wahrscheinlich falsch getimed. Das wäre natürlich doof. Es sei denn, die meinen damit die Tür, die ich da drüben gesehen habe, diese Rollladen. Es sah zumindest wie so ein zugezogener Rollladenkasten aus. Jawohl, jetzt ist da ein Durchgang frei. Was? Ist. Ja, okay. Okay, wir sind auf dem Luftschiff. Wunderbar. Na, ihr beiden Turteltäubchen? Ark, diese Maschine heißt Computer. Sie ist Herz und Gehirn dieses Schiffs. Es gibt genau 7 Computer an Bord, die das Schiff steuern. Fallen alle aus, wird das Schiff abstürzen. Ark, dies hier sind Zeitbomben. Hefte sie an die Computer. Wir teilen uns auf. Viel Glück! Juhu. Von einem Turm zu springen erfordert viel Mut. Auch ich liebe das Risiko, aber deine Art gefällt mir noch viel mehr. Gleich folgt der große Countdown, der große Showdown. Okay. Ja, wie ihr meint. Zeitbombe. Möchtest du das auswählen? Ja, ich muss wohl, ne? Das ist halt sogar ein Computer. Ich leg mal die Zeitbombe an. So, zack. Achso, okay, ich dachte gerade, weil das dasselbe Geräusch ist, wie wenn ich kritische Energie gehabt hätte. Hier wird geballert, das ist schön. Ich gehe mal oben lang. Oben lang heißt, es geht hier wirklich weiter. Okay. Ich habe gedacht, oben lang wäre jetzt ein weiterer Computerraum. Okay, das wird mir ein bisschen zu komplex. Ich komme nochmal zurück.
Ich will keinen Winkel hier auslassen. Wer weiß, was sich hier noch finden lässt. Und sei es auch nur das geheime Tagebuch von Berugas Putzfrau oder so. Hör auf damit! Guck mal, das geht ja noch weiter. Achso, hier ist nur ein kleiner Balkon. Ja gut, hätte ja alles sein können, ne? Mal kurz Luft schnappen hier. Und dann geht's weiter. Ha. Okay, weiter geht's nach unten. Vorsicht. Gegner. Gegner ist weg. Komm, nimm mal mit. Zack. Doch, hier ist ein Gang. Das sieht man manchmal nicht so ganz bei dem roten Grund. Wir waren kurz davor, Beruga zu stellen. Doch er entkam. Egal, diese Bomben wird er nicht bekommen. Alle Fluchtwege und Triebwerke stehen unter unserer Kontrolle. Beruga kann nicht entkommen. Ark, begib dich nach hinten, wenn alle Bomben gelegt sind. Was meinst du mit hinten? Das Heck? Legen wir hier mal noch eine Bombe dran. Das müsste der nächste sein. Ja, dann haben wir immer schon drei. Okay, wir sind jetzt auf dem Deck. Wunderbar. Ich habe gerade gedacht, der Wind treibt mich weg. Ich muss da weiter irgendwo. War es nicht schlimm? Ich schaue mich hier eigentlich noch ein bisschen um. Okay. Die Standardgegner gehen jetzt nicht mehr mit einem Schlag kaputt. Level 33. KP steigt um 39. Stärke steigt um 2. Abwehr steigt um 2. Und Glück steigt um 1. Ein ordentlicher KP-Schub hier. Finde ich sehr gut. Boah, hier kann man sich aber sehr gut verirren, ne? Genau, von hier kam er, glaube ich, schon. Kam ich von hier oder kam ich nicht von hier? Ich glaube ja doch. Hä? Sicherheitssysteme fast arg. Moment. Erledigt. Gut, mit dem Geräusch weiß ich zumindest, dass ich hier schon mal war. Das Sicherheitssystem erfasst arg. So. Das Sicherheitssystem erfasst arg. Ich habe gerade gedacht, da stand Merlin. Das ist also ein Computer. Alter, die Zeitbombe hin. Jawohl, wie viel haben wir noch? Eine einzige Bombe habe ich noch. Ja, hier war ich. Aber noch nicht ganz durch. Eine Bombe muss ich noch legen. Im Namen des Weltfriedens. Ich bin falsch. Aber wieso rödelt die Turbine nicht? Was steht da?
Ach, nur Exit. Okay, ich dachte gerade. Ja, gut. Wo war ich denn jetzt noch nicht? Wenn ich mal kurz fragen darf. Ich bin ja ein bisschen aufgeschmissen. Hi. Arg, leg hier eine Bombe. Sag mir, Arg, wenn das hier vorüber ist, was hast du dann vor? Ich weiß noch nicht. Momentan bin ich zu sehr damit beschäftigt, zu überleben. Verstehe. Aber wir werden bald am Ziel sein. So. Wir legen die letzte Bombe. Ich guck mich da rechts nochmal um. Okay, hier ist einfach auch nur ein weiterer Balkon. Alles klar. Ich gehe mal davon aus, dass wir wieder zurück zum Heck müssen. Ne? War ich da schon? Ja. Warte mal, hä? Wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Oben rum, ne? Aber was soll das denn? Ich meine, wenn ich hier lang gehe, dann links, dann die Kreuzung da weiter, dann werde ich doch bestimmt wieder zurückkommen, ne? Hier irgendwie... Nee, warte, das wird doch ein Kreis. Ich guck noch mal. Aber ich habe wirklich eine Orientierung wie ein Steak. Hauptsache, ich finde die Pfanne. Ich sollte wirklich eine Knolle inhalieren. Direkt eine fette. Dann haben wir nämlich dieses Geräusch auch nicht. Was ja interessanterweise dasselbe Geräusch ist wie das Ticken der Bomben. Okay, ich glaube, ich bin doch richtig. Hier bin ich gelandet. Und wo sind jetzt die anderen beiden? Die anderen? Die haben noch was von hinten gesagt. Meinen die damit nicht das Heck? Wenn nicht, was meinen die denn dann mit hinten? Vielleicht hier. Nee, auch nicht. Hä? Boah, Leute, wo seid ihr? Ich werd beschossen. Ich werd von den komischen Söldnern oder wie noch immer die das sind von Beruga, werd ich angegriffen. Gehen wir mal den Weg hier. Ah ja, hier bin ich richtig. Hier bei der Brüstung, die so ein bisschen an Star Wars erinnert. Arg, hast du alle Bomben gelegt? Ja, klar. Alles klar. Ich leg den Schalter um. Von hier aus? Wirklich? Nun müssen wir nur noch fliehen. Hey, das sagt sich so einfach. Ihr Narren, gebt auf. Das war Beruga. Es kam vom hinteren Deck. Schnell hin. Ich muss zugeben, dass du dich recht tapfer geschlagen hast. Doch vergiss nicht, dass ich Wissenschaftler bin. Du scheinst zu denken, dass du
dass ich keine Chance zur Flucht gehabt habe. Du denkst sehr naiv. Nimm beispielsweise meine Stiefel. Es sind Jetboots, mit deren Hilfe ich fliehen kann. Naive Leute wie du sind nicht in der Lage, so etwas zu verstehen. Doch bevor ich gehe, sollst du noch etwas erfahren. Der Raketenantrieb wurde vom Computer gesteuert. Doch nun, da alle Computer zerstört sind, wird der Antrieb versagen. Nicht ich bin es, der gefangen ist. Bald schon wird das Reich meines Herrn kommen. Eine Welt ewigen Lebens steht vor ihrer Geburt. Was? Vermaledeit, was? Ah! Beruga wurde von seinen eigenen Maschinen gerichtet. Welch ein Ende für das größte Genie der Menschheit. Grausam. Das Schiff wird bald seine Flugbahn verlassen und abstürzen. Wir sind verloren. Es gibt keine Rettung. Doch vielleicht. Schau, eine Möwe. Sie ist hier, um uns zu retten. Das kann nicht sein. Wir fliegen über 10.000 Meter hoch. Keine Möwe kann so hoch fliegen. Vielleicht haben die anderen es nicht bis hierher geschafft. Ark, flieh mit der Möwe. Warum sollten wir alle sterben? Nutz deine Chance. Hoi hat recht. Wir helfen uns schon. Wir haben eine Chance, den Sturz zu überleben. Menschen halten einiges aus. Beeil dich nun, das Schiff stürzt bald ab. Ark, wir sehen uns wieder. Versprochen. Das nimmt aber sehr locker. Aber gut. Steht der Vieh? Die Möwe bringt uns zum Odemsfels. Wie? Was? Das Licht der Apokalypse. Dies ist der Erde letzter Tag. Das Licht wies in Richtung Südamerikas. Vielleicht eine Rakete oder ein Meteorit. Das muss das Ende sein. Südamerika. Oh Mann, ich hoffe mal die Freunde. Ich hoffe, die beiden konnten wirklich entkommen. Südamerika ist nun das Stichwort. Ich überlege, ob wir das dann wirklich anzielen. Es wirkt ja langsam doch... Ups, Entschuldigung, ich bin aus Versehen am Start gekommen. Oh, ein interessanter Pausenbildschirm, ne? Es wirkt so ein bisschen wie das finale Showdown. Von daher weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich noch irgendwas vorbereiten kann, soll, muss, wie auch immer. Ich würde sagen, ich gehe erstmal ins Inn von der Goldküste. Kam ich jetzt auf Nordküste. Egal. Ja. Dann mache ich jetzt ein Päuschen, würde ich sagen. Beruga wird uns ja jetzt erstmal nicht mehr in die Quere kommen. Der ist jetzt Gulasch.
Ich frage mich nur, wen wir denn in Südamerika wiedersehen werden. Ob das eventuell... Naja, finden wir es einfach im nächsten Part raus, ne? Meine Lieben, bis bald und tschüss!